Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Ein regelrechter Menschenauflauf ist es bei den Grillabenden im Waldhäusle Waltenhofen. Ein freier Platz ist sehr begehrt. Im Ausschank sieht es ähnlich aus. Eine Schlange von Menschen, die nie kleiner zu werden scheint. Der Wirt Fritz Binser direkt am Puls, am Bierausschank. Er ist beim Zapfen schon sehr geübt. Auf der Festwoche hat er die Parkschenke bewirtet. Aber die Grillabende im Gasthof haben nicht immer so ausgesehen. Das ist auch jetzt so losgegangen. Das ist ganz gemütlich. Zuerst haben wir einen Spielplatz gebaut, weil wir Kinder gehabt haben. Dann haben wir irgendwann den Streichelzoo her. Und das mit den Grillfesten, das ist halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und jetzt ist es so, wie es vielen schon gar nicht mehr gefällt. Aber durch das, dass heuer das Wetter Anfang Sommer so schlecht war, ist natürlich jetzt beim sicheren Wetter die Hölle los. Und wir haben jetzt auch Hauptsaison, viele Urlauber, alle haben Ferien. Am Grill sorgen gleich 4 Mitarbeiter für die Bedienung der Gäste, damit keine allzu großen Wartezeiten entstehen. Es gibt Hähnchen, Leberkäse oder Haxe. Alles frisch gebrutzelt und immer wieder kommt Nachschub. Bedienung im Akkord. Schon früher in den 30er Jahren war das Waldhäusle eine Ausflugswirtschaft. Es hat aber Fassbier gegeben, so wie jetzt immer noch, das Holzfass. Nur haben die Gäste dann müssen sagen, wir trinken es. Und es war dann oft lustig, wie mir die Großmutter übermittelt hat, dass die halt vorher halt heimgegangen sind. Die haben versprochen, sie trinken das Fass, weil sonst wäre es kaputt gewesen. Dann sind sie so lange geblieben. Und das ist halt schön. Und traditionell gibt es immer noch das Bier vom Fass. Bei solchen Menschenmassen kommt alle 20 Minuten Nachschub. Außer dieser Tradition steht die Familienfreundlichkeit ganz oben. Der Spielplatz wird gerne benutzt und auch der Streichelzoo ist eine willkommene Abwechslung für die Kinder. Das ganz besondere Flair bietet auch die Blasmusik Durach. Die ersten Grillfeste, da hat ein Dreimann-Kabarett gespielt. Dann hat er mal ein Teil von der Blasmusik gespielt. Und da hat man schon 8 Jahre angefangen. Also man kann es gar nicht mehr vergleichen. Jetzt geht es um 5 Uhr los. Man kann sich noch mal vorstellen, dass vor dem 7. oder dem 8. losgegangen ist. Die Musik spielt ab 6. Und mit den Parkplätzen habe ich natürlich so Glück, weil wir einen Feldnachbarn haben und der ist schon sehr gut gesonnen. Darum haben wir da auch kein Problem. Und man braucht natürlich Parkplatzwächter, weil bei so vielen Autos, die stehen dann so kreuz und quer umeinander, dass es einfach nochmal geht. Bis Oktober ist Biergartenzeit, so Fritz Binser. Und der Fortbestand des Gasthofes ist auch gesichert. Denn die 2 Töchter des Hauses haben fest vor, die Tradition weiterzuführen. Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten.